Ja, also auch von mir ein herzliches Willkommen. Danke für Ihr zahlreiches Erscheinen, Online-Erscheinen. Also die Freude, als erste Rednerin die Frau Professorin Nguyen von der Hautklinik, leitende Oberärztin im Bereich Dermato-Onkologie an der Hautklinik einzuführen für ihren Vortrag zum Thema Melanom. Bitte. Vielen Dank. Ich wurde gebeten, heute die ESCO-Highlights zum Melanom zu berichten und ich möchte diese Highlights unter dem Titel "Ist weniger mehr" zusammenfassen. Die neoadjuvante Therapie beim Melanom rückt immer mehr in den Fokus und sie wird aufgrund der wirklich sehr guten Daten kurz und lang auch in der Praxis umgesetzt werden. Hierzu möchte ich Ihnen die PRADE-Studie von Blank vorstellen, eine Phase-2-Studie, in der die zweimalige Gabe, also neoadjuvante Gabe von Ipilimumab in der niedrigen Dosierung von 1 Milligramm plus Nilotinib 3 Milligramm in Melanom-Patienten im Stadium 3 untersucht wurde. Diese Phase-2-Studie stellt sich folgende Fragen: Kann mit zwei neoadjuvanten Gaben von Ipi 1 Milligramm und Nivo 3 Milligramm ein hohes pathologisches Ansprechen erzielt werden und gleichzeitig die hohe Toxizität dieser Kombinationstherapie verringert werden? Können wir weiter die Patienten mit pathologisch kompletter Remission bzw. nahezu pathologisch kompletter Remission eine totale Lymphknotendissektion ersparen, ohne das rezidivfreie Überleben dieser Patienten zu beeinflussen? Und können wir auf der anderen Seite das rezidivfreie Überleben von Patienten mit pathologischem Nichtansprechen mit einer zusätzlichen adjuvanten Therapie verlängern? Hier sehen Sie das Design der PRADE-Studie. Hier wurden Melanom-Patienten im Stadium 3b und c eingeschlossen. Die Patienten erhielten, wie gesagt, neoadjuvant zweimalig Ipi 1 Milligramm plus Nivo 3 Milligramm über 6 Wochen. Dann wurde nach 6 Wochen der vorab markierte Lymphknoten chirurgisch entfernt und dann histologisch begutachtet. Patienten mit pathologischer kompletter Remission bzw. mit nahezu pathologischer kompletter Remission definiert als das Vorhandensein von also bis zu 10% sichtbaren Tumorzellen erhielten in weiterer Folge keine weitere Therapie, also sie wurden nur vorausbeobachtet. Bei Patienten mit pathologisch Parzellenansprechen mit dem Nachweis von mehr als 10 bis 50% sichtbaren Tumorzellen, also bei diesen Patienten wurde eine Lymphknotendissektion durchgeführt. Und bei Patienten mit pathologischem Nichtansprechen definiert als das Vorhandensein von mehr als 50% sichtbaren Tumorzellen erhielten neben dieser totalen Lymphknotendissektion auch eine adjuvante Therapie, entweder in Form von Nivolumab oder von Davoprim und Trametinib bei BRAF-positiven Patienten plus minus Radiotherapie. Und es wurden 99 Patienten eingeschlossen in dieser Studie. Bei 10 Patienten konnte nur aufgrund der Nebenwirkungen nur eine Nivo-Dosis gegeben werden. Beim weiteren Patienten konnte ebenfalls aufgrund der Nebenwirkung der Index-Lymphknoten nicht entfernt werden. Und weitere 7 Patienten fielen vorab, also vor Operation, schon aus der Studie raus, weil sie Fermentstase entwickelt haben. Letztendlich konnten dann bei 91 Patienten der Index-Tumorknoten entfernt werden. 60 von diesen 91 Patienten zeigten histologisch eine pathologische komplette Remission bzw. nahezu pathologisch komplette Remission und bedurften keine weiteren Therapien. 10 Patienten zeigten ein pathologisches Parzellenansprechen. 2 Patienten von ihnen lehnten in weiterer Folge eine totale Lymphknotendissektion ab. Und 21 Patienten zeigten ein pathologisches Nichtansprechen. Und die Patienten erhielten, wie gesagt, neben der totalen Lymphknotendissektion auch eine adjuvante Therapie. Mit der zweimaligen neoadjuvanten Gabe von Ipi 1 Milligramm und Nivolumab 3 Milligramm konnte eine hohe pathologische Ansprechrate von 71% erreicht werden. Die Hälfte der Patienten zeigt sogar eine pathologische komplette Remission, weitere 11% eine pathologische, also nahezu komplette Remission. Wir sehen insgesamt also das maximale pathologische Ansprechen bei 61% der Patienten. Anzumerken hier ist, dass das radiologische Ansprechen nicht dem pathologischen Ansprechen entspricht. Also das radiologische Ansprechen war deutlich niedriger als das pathologische Ansprechen, so wird mit der Radiodiagnostik das eigentliche, wirkliche Ansprechen unterschätzt.
mit der zweimaligen Gabe IP 1 Milligramm plus Niveau 3 Milligramm Neoadjuvant entwickelten 22% der Patienten Schwergrad 3 bis 4 Nebenwirkungen, deutlich weniger als mit der Standarddosierung und auch niedriger als mit der höheren Dosierung von IP 3 Milligramm in der Kombination. Es wurden keine neuen Nebenwirkungen festgestellt. Die häufigsten Immunmittelnebenwirkungen waren hier Leberwerterhöhung sowie eine Colitis. Ferner konnte eben auch beobachtet werden, dass Patienten, die eine totale Lymphnodisektion hatten, deutlich mehr an Operationskomplikationen zu leiden hatten als Patienten ohne komplette Lymphnodisektion, wie zum Beispiel Serum, Wundinfektion oder Lymphödem. Wir können auch zusammenfassen, dass von dieser Studie die zweimalige Neoadjuvantgabe von IP 1 Milligramm und Nivolumab 3 Milligramm zu einer hohen pathologischen Ansprechrate von bis zu 71% führt. Mit dieser Dosierung kann die Toxizität deutlich verringert werden. 22% der Patienten entwickeln darunter Schwergrad 3 bis 4 Nebenwirkungen, wie gesagt, deutlich niedriger als mit der Standarddosierung von 4 mal Ipinimab 3 Milligramm und auch in der Kombination 2 mal Ipinimab in der höheren Dosierung die Hälfte nur mehr. Bei 60% der Patienten konnte mit diesem Vorgehen eine komplette Lymphknotendissektion erspart werden und damit auch die Komplikationen der Operation. Also Patienten ohne total Lymphknotendissektion litten deutlich weniger an chirurgischen Komplikationen als Patienten mit einer Lymphknotendissektion. Es gibt uns von dieser Studie noch keine Daten zum rezidivfreien Überleben. Diese werden wahrscheinlich am ESMO präsentiert. Was aber am ESCO schon präsentiert wurde, sind die Zweijahresdaten von der vorangegangenen Neoadjuvant-Studie, wo die Dosisfindung stattgefunden hat. Und hier konnte gezeigt werden, dass der Zweigar mit nur zwei Ipinivo-Dosen Neoadjuvant weiterhin 80% der Patienten rezidivfrei geblieben sind. Patienten, die mit kompletter Remission sogar 97% weiterhin remissionsfrei. Also vielleicht ging es mit zwei einfach Ipinivo-Dosen schon bei einigen Patienten langfristige Heilung bewirken zu können. Die zweite Studie, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist die Phase-2-Studie von Postdorf. Hier wurde untersucht, ob nur die Zweimalgabe von IP in einer Höhendosierung von 3 Milligramm plus Niveau 1 Milligramm wirksam ist in der Behandlung von Melanom-Patienten, die im fortgeschrittenen Tumorstadium. Zur Erinnerung, bei Melanom zugelassen ist die Kombination IP plus Nivolumab in der Dosierung IP 3 Milligramm plus Niveau 1 Milligramm. Gegeben wird diese Kombination viermalig, gefolgt von einer Erhaltungsdosis mit Nivolumab plus Nivolumab. Mit dieser Kombination sehen wir eine hohe Ansprechrate von knapp 60% und das bisher beste 5-Jahres Gesamtüberleben von 52%. Allerdings ist diese Kombinationstherapie auch sehr toxisch. Knapp 60% der Patienten entwickeln darunter schwere Grad 3 bis 4 Nebenwirkungen. 30% der Patienten müssen aufgrund dieser Nebenwirkungen sogar auch die Therapie vorzeitig abbrechen. Allerdings, diese Patienten hatten ein vergleichbar gutes Ansprechen und auch Gesamtüberleben wie Patienten, die alle 4 Ipinibo-Dosen erhalten haben. In dieser Phase-2-Studie wurden 60 Patienten eingeschlossen. Diese Patienten erhielten, wie gesagt, nur zweimalig Ipi 3 Milligramm plus Niveau 3 Milligramm. Nach 6 Wochen wurde dann ein Staging durchgeführt zur Evaluierung des Ansprechens. Patienten ohne Wachstum der Tumorlast, also unter 4% nach RECIST 1.1, erhielten keine weiteren Gaben Ipinivo, sondern nur mal die Haltungsdosis mit Nivolumab allein. Patienten hingegen mit Wachstum der Tumorlast von über 4% bekamen weitere Ipinivo-Dosen und nach 12 Wochen wurde erneutes Staging durchgeführt. Es zeigte sich, dass bereits noch, also nach 6 Wochen, nach nur 2 Ipinivo-Dosen, der Großteil der Patienten, 41 von 60%, somit 68% der Patienten, ein Ansprechen aufwies, also kein Wachstum der Tumorlast und keine weiteren Ipinivo-Dosen brauchten. Nur 19 der 60%, also 32% der Patienten, zeigten ein Wachstum der Tumorlast und benötigten weitere Ipinivo-Dosen. Allerdings, keine dieser Patienten zeigten im weiteren Verlauf ein Ansprechen auf die Immuntherapie. Hier sehen Sie nochmal zusammengefasst, dass der Großteil der Patienten, 77% der Patienten nur, in dieser Studie, nur 1 bis 2 Ipinivo-Dosen erhalten haben. Passend dazu zeigten Blutanalysen, dass immunologische Effekte bereits nach der ersten Ipinivo-Dosis induziert werden konnten
Und in weiteren Folge konnte dieser Erosion-Prozess nicht mehr gesteigert werden durch weitere Gaben von Ipilimumab-Dosen, auch nicht nach der zweiten Gabe. Vielleicht, also auch hier, es genügt nur eine Ipilimumab-Dosis. Mit der Zwei-Dosis-Ipilimumab-Dosis konnte eine hohe Ansprechrate erzielt werden von 57%, vergleichbar wie mit 4 Ipilimumab-Dosen. Allerdings sind 2 Ipilimumab-Dosen nicht weniger toxisch als 4 Ipilimumab-Dosen. Weiterhin entwickelten 57% der Patienten schwere Grad 3 bis 4 Nebenwirkungen. 3 Patienten verstarben unter anderem einer Myokarditis. Weder medianes progressionsfreies Leben noch medianes gesamtes Leben wurden mit dieser Dosierung nach einem Follow-up von ungefähr 22 Monaten wurde nicht erreicht, das gesamte Leben, das progressionsfreie Leben. Wir können daraus folgern, dass 2 Ipilimumab-Dosen vergleichbar sein könnten mit 4 Ipilimumab-Dosen. Mit 2 Ipilimumab-Dosen sehen wir die gleiche Wirksamkeit und Sicherheit wie mit 4 Ipilimumab-Dosen. Wir können auch weiters unsere Patienten beruhigen, die aufgrund der Nebenwirkungen die Therapie vorzeitig beenden müssen und dass vielleicht eben, wie gesagt, nur 2 Ipilimumab-Dosen ausreichen würden. Allerdings, um diese 2 Ipilimumab-Dosen auch in der Praxis umsetzen zu können, müssen die Patienten, die von wenig Ipilimumab-Dosen zuvor noch besser, genauer definiert werden. Und es sollten auch Studien laufen, die untersuchen sollten, ob auch vielleicht nur eine Ipilimumab-Dosis ausreichen dürfte. Eine häufige Frage, die sich auch bei der Therapie von Behandlung von unseren Melanom-Patienten stellt, ist, was tun wir bei Patienten, die auf die BRAF negativ sind und auf die PD-1-Antikörpertherapie nicht mehr ansprechen? Ist es besser, bei diesen Patienten die Therapie zu erweitern auf CD4-Antikörper, also auf Ipilimumab, oder die Therapie umzustellen auf Ipilimumab? Und in dieser Studie wurden 53 Melanom-Patienten in fortgeschrittenen Stummelstadium eingeschlossen und retrospektiv analysiert, die dann progredient geworden sind unter einer PD-1-Antikörpertherapie, entweder im adjuvanten oder im metastatischen Setting. Und diese Patienten erhielten als Folgetherapie entweder Ipilimumab als Monotherapie oder Ipilimumab mit einem PD-1-Antikörper. Leider gab es hier keine weiteren Angaben über die Dosierung von Ipilimumab. Es konnte gezeigt werden, dass die Patienten mit der Kombinationstherapie deutlich besser abgeschnitten haben als Patienten mit Ipilimumab allein. Patienten mit der Kombinationstherapie erzeugten eine Ansprechrate von 32% als Zweitlinientherapie im Vergleich zu Ipilimumab 13% allein. Die Grad 3 Toxizität war in beiden Armen vergleichbar. Sie lag etwa bei 30%, sodass wir daraus schließen können, dass diese Nebenwirkungen hauptsächlich durch Ipilimumab induziert werden. Patienten mit der Kombinationstherapie zeigten auch ein deutlich längeres progressionsfreies Leben, auch ein deutlich längeres gesamtes Leben als Patienten mit Ipilimumab allein. In dieser nun prospektiven Studie von Olsen wurde untersucht, ob die Kombination von der Niederdosierung von Ipilimumab, in diesem Fall mit Bemzomab kombiniert, auch wirksam ist in der Behandlung von Patienten, die progredient geworden sind auf einer PD-1-Antikörpertherapie. Hier sehen Sie das Stundesdesign dieser Phase-2-Studie, wo Hämanom-Patienten eingeschlossen in fortgeschrittenen Tumorstadien, die progredient geworden sind auf einer PD-1-Ligandentherapie. Und diese Patienten erhielten in weiterer Folge die Kombination als Ipilimumab in die Dosierung 1 Milligramm plus hier Pembrolizumab als Flat-Dosis. Und diese Studie wurden dann 70 Patienten eingeschlossen. Ein Ansprechen wurde gesehen bei 19 dieser 17 Patienten, also Ansprechrate bei 27%. 5 Patienten zeigten dabei eine komplette Remission, 14 Patienten ein partielles Ansprechen und 11 Patienten eine stabile Tumorerkrankung. Die mediane Ansprechdauer lag bei etwa 18,5 Monaten. Ein Ansprechen war zu sehen, auch bei Patienten mit Leber- und ZNS-Metastasierung, auch bei Patienten mit LDH-Erhöhung, also bei Patienten mit prognostisch ungünstigen Faktoren. Das Ansprechen schien unabhängig zu sein vom BRAF-Mutationsstatus und besser zu sein bei Patienten, die BRAF-negativ waren. Das Ansprechen scheint auch anhaltend zu sein, wie Sie in diesem Swimmerplot erkennen können, gibt es nicht wenige Patienten, die weithin auf diese Kombinationstherapie ansprechen. Knapp 27% der Patienten entwickeln unter dieser Kombinationstherapie schwer Grad 3 bis 4 Nebenwirkungen, also vergleichbar mit Ipilimumab allein und auch vergleichbar mit der vorangegangenen retrospektiven Studie.
Wir können also zusammenfassen als Folgen, dass es besser ist, bei Patienten, die B1 negativ sind und auf die B1-Antikörpertherapie progredient werden, bei diesen Patienten besser ist, die Therapie mit Ipilimumab zu erweitern, als Therapie auf Ipilimumab allein umzustellen. In dieser Kombination sehen wir eine Ansprechrate in einer Zweitlinientherapie bei knapp 30%, also fast doppelt so viel wie mit Ipilimumab allein. 27% der Patienten entwickeln unter Schwergrad 3 bis 4 Nebenwirkungen, wie gesagt, vergleichbar mit der Ipilimumab-Immunotherapie und weniger als mit der Kombination in der Erstlinientherapie. Wie lange wir unsere Melanom-Patienten eigentlich therapieren sollten, wissen wir nicht. Wir stützen uns hier auf Daten von retrospektiven Studien. Und hierzu möchte ich Ihnen ein Update der KEYNOTE-006-Studie geben. In dieser Studie wurden Melanompatienten fortgeschrittenes Tumorstadium entweder therapienaiv oder therapiefraktär eingeschlossen. Die Patienten wurden mit Pembro in der damals noch höheren Dosierung von 10 Milligramm therapiert oder sie erhielten Ipilimumab. Pembro wurde für insgesamt 2 Jahre gegeben. Nach 2 Jahren wurde die Immuntherapie abgesetzt und die Patienten wurden verlaufsbeobachtet. Bei Progress durften die Patienten aber erneut Pembro erhalten. Am ESMO gab es nun ein Update, 3 Jahre nach Absetzen der Therapie. Von den 834 Patienten erhielten insgesamt 103 Patienten Pembro, Lizumab für 2 Jahre. Nach 3 Jahren nach Absetzen der Therapien waren alle Patienten mit kompletter Remission noch am Leben. 95% waren es Patienten mit Parzellenansprechen. Und die Überlebenskurve flacht etwas ab bei Patienten mit stabiler Tumorerkrankung. Hier waren 3 Jahre nach Absetzen der Therapie noch knapp 67% der Patienten im Leben. Wobei hier die Patientenzahl kleiner war als mit beiden anderen Gruppen. Nur wenige Patienten, die abgebrochen haben, wurden bislang progredient und erhielten erneut eine Pembro-Therapie, also ungefähr 25% wurden progredient und 15 von ihnen wurden erneut mit Pembrolizumab therapiert. Und von den 6 mit kompletter Remission zeigten 3 Patienten erneut nach Rechallenge eine komplette Remission, ein Patient ein partielles Ansprechen und 2 Patienten eine stabile Tumorerkrankung. Und von den 7 Patienten mit partiellen Ansprechen zeigten 3 Patienten erneut ein partielles Ansprechen, 2 Patienten eine stabile Tumorerkrankung, ein Patient verstarb, ein Patient konnte noch nicht ausgewertet werden. Und von 2 Patienten mit stabiler Tumorerkrankung blieb ein Patient weiterhin stabil, ein weiterer Patient konnte noch nicht ausgewertet werden. Wir sehen also bei von den insgesamt 13 auswertbaren Patienten ein Ansprechen auf Pembro bei 7 Patienten, eine Ansprechrate bei 54%. Diese Daten stützen unser derzeitiges Vorgehen bei der Behandlung von unseren Melanompatienten. In der Regel therapieren wir unsere Patienten über 2 Jahre. Bei Patienten mit kompletten Ansprechen hören wir früher auf, wenn die Patienten darunter 3 bis 4 bis 6 Monate remissionsfrei geblieben sind. Bei Patienten mit partiellen Ansprechen führen wir die Therapie bis zu 2 Jahren fort und setzen dann ab. Und bei Patienten mit stabiler Tumorerkrankung führen wir die Therapie fort bis zum Progress. Nur wenige Patienten unsere Patienten wurden auch progredient nach Absetzen der Therapie und die meisten sprachen auf einen Rechallenge mit der Immuntherapie wieder an. Aber vielleicht können wir unsere Patienten in Zukunft noch kürzer therapieren. Auf diesem Poster konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass der Großteil der Patienten, 75% der Patienten, die nur weniger als 1 Jahr BD1-Antikörper erhalten haben, nach einem Follow-up von 20,5 Monaten immer noch progressionsfrei geblieben sind. Damit also ist vielleicht in Zukunft bei der Behandlung des Melanoms ein weniger als mehr möglich. Mit weniger können wir bei unseren Patienten sicherlich die Langzeitfolgen, die ja mit der Zahl der Immuntherapien ja zunimmt und auch die Kosten der Immuntherapien reduzieren. Damit möchte ich meinen Vortrag beenden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank an Frau Professorin Nguyen für das Heraussuchen und Präsentieren dieser aktuellen Daten von der ASCO-Tagung. Ich fange mal an mit einer Frage. Die neoadjuvante Strategie, die ist ja fürs Melanom eigentlich eher was Neues. Das haben wir noch gar nicht gehabt. Wir haben jetzt schon gewusst, das kommt und das schaut jetzt von den Daten her auch recht hoffnungsvoll aus. Ist vielleicht fast eher eine Frage auch an die Kollegen aus anderen Fächern.
hat sich in anderen Bereichen diese neoadjuvante Strategie für bestimmte Tumorentitäten sehr bewährt? Wie sind da so die Erfahrungen? Wenn ich jetzt mal, also für gewisse Entitäten, natürlicherweise schon vor allem beim Lungenkarzinom, sehen wir schon sehr gute Daten, wo man im neoadjuvanten Setting Checkpoint-Inhibitoren eigentlich sehr gut schon einsetzen kann. Natürlicherweise alles nur in klinischen Studien, aber sicherlich auch wir benutzen, machen jetzt gerade eine Studie, eine klinische Studie, wo wir eben Patienten mit neu diagnostizierten NSCLC, die jetzt ja noch nicht operabel sind, bekommen eine Therapie mit Checkpoint-Inhibitoren. Sicherlich sehr, sehr spannend. Bei den Sarkomen, wenn ich schon über Sarkome sprechen soll heute, hat es heuer auch eine Studie gegeben, erstmalig, wo man eben auch die Kombination Nivolumab mit Ipilimumab verglichen hat. Auch hier hat man zumindest in einer Subentität von Sarkomen, hier die undifferenzierten pleomorphen Sarkomen, hat man wirklich einen Benefit gesehen, dass dann mehr Sarkome operabel worden sind. Für die meisten anderen Entitäten für gynäkologische Tumore kann ich jetzt mal nicht wirklich viel sagen, außer dass es hier Daten für Brustkrebs auch gibt, die eigentlich sehr vielversprechend sind. Vielleicht wollen Sie noch etwas dazu sagen, Professor Wolf? Ja, also ich glaube, was sehr interessant ist, gerade jetzt, wenn wir mal fokussieren, grundsätzlich neoadjuvant ist natürlich was wir schon kennen, jetzt zum Beispiel vom Rektumkarzinom, aber in dem Fall natürlich nicht Immuntherapie. Wenn wir jetzt mal auf die Immuntherapie schauen, ist es schon sehr interessant, dass es wahrscheinlich in diesem potenziell kurativen Setting, das heißt, wo eine Operation mit integriert ist und eine A0-Resektion erreicht wird, es möglicherweise eben interessanter ist. Und das suggerieren ja auch die Daten, die du gezeigt hast, Fernand, dass der Tumor noch da sein muss, während man die Immuntherapie macht. Es ist sehr eindrücklich, dass man eben dann radiologisch kaum Response sieht oder viel weniger Response, so ähnlich wie wir das bei der Lunge auch schon gesehen haben, neoadjuvant Nivo-Ipi-Kombination oder wie man es jetzt auch sieht bei den frühen Daten aus dem Kolorektalkarzinom, die publiziert wurden, wo neoadjuvant sozusagen diese Therapie eingesetzt wurde. Dass man eben man hat Tumor da, man hat die entsprechende dysfunktionelle Immunantwort und das reaktiviert man. Das ist möglicherweise das klügere Konzept, als den Tumor rauszuschneiden, in der Annahme, da sind noch irgendwo Spread Cancer Cells und dann eine adjuvante Therapie zu machen. Im Bronchialkarzinom warten wir auf die Daten, zum Beispiel der Pearl-Studie, wo adjuvant die Immuntherapie, also PD-1-Blockade, getestet wurde gegen Placebo in der R0-Situation. Deswegen glaube ich, für die Immuntherapie in diesem Kontext der Operabilität eines Tumors ist die Neoadjuvant-Situation möglicherweise, was dann die langanhaltende Immunität angeht, möglicherweise das interessantere Setting. Und was ich eben toll finde, ist, dass man durch die pathologischen Response, weil man dann ja auch das Präparat sieht, auch viel lernt über die Bedeutung der Radiologie jetzt im Kontext der Immuntherapie, dass da halt viele Patienten sind, die haben eigentlich noch eine Läsion, aber die Läsion ist halt eine große oder ist eben möglicherweise primär inflammatorisches, aber wenig Tumorzellen. Deswegen hat mich das schon auch sehr beeindruckt, was man da gesehen hat. Was ich nicht ganz verstanden hatte und was ich dich fragen wollte, ist, wenn man quasi sagt, okay, die PD-1-Versager, die man dann in der Kombination therapiert gegenüber denjenigen Patienten, die man nur switcht auf eine CTLA-4-Blockade, gibt es da die Modelle dazu, warum das in der Kombination besser ist, obwohl der Patient eigentlich progredient war? Also so unser alter Reflex ist ja häufig auch bei der Chemotherapie, dann die Therapie zu wechseln. Aber hier ist es eben so, man lässt das Backbone, das eigentlich nicht funktioniert hat, weiterlaufen. Gibt es da Modelle, warum das funktionell dann besser funktioniert, wenn man da CTLA-4? Man hat Analysen gesehen, dass die T-Zellen non-inflamed besser angesprochen haben auf diese Kombinationstherapie. Also vielleicht dadurch, dass sie non-inflamed sind, dass die Kombination, kommen sie dann rein, die T-Zellen. Glaube ich, einen Aspekt. Aber sonst gibt es noch nicht viele Daten dazu. Darf ich dir noch eine Frage stellen? Die Patienten, die unter einer überhaupt Immuntherapie und jetzt nicht BRAF-therapierbar sind, BRAF-Inhibitor-therapierbar sind, progredient sind, wie ist es mit der Kombination dann im Leitschick dazu zu geben? Macht ihr das? Ist das was, wo es neue Daten gab? Oder ist das was? Nein, also wir warten noch. Nein, es gibt kein, also wir warten immer noch auf die Kombinationsstudie, Master-Key-Studie, wo ja Bembro kombiniert wurde mit T-VEC in der Erstlinientherapie. Die Daten sind, glaube ich, noch so gut, dass noch die Ziele nicht erreicht worden sind. Und in der Second Line gibt es überhaupt keine Daten dazu. Also in der Second Line gibt es keine Daten. Wenn ihr einen jungen Patienten habt, der metastasiert ist, der unter
eine Immuntherapie, vielleicht auch Doppelimmuntherapie, Progredientes, vielleicht auch mit einzelnen Läsionen, dass ihr dort was reinspritzt oder ist das was und quasi das Backbone weiterlaufen lässt? Kann man damit? Wir tun das teilweise als Backbone weitergeben, als versuchen, wenn es gar nicht geht, wenn es injizierbar ist mit BEMPO, also mit B1 und dann mit T-VEC. Und es gibt Studien, die versucht haben mit IPI, also IPMAP plus T-VEC, Second Line. Aber das haben wir zum Beispiel nicht probiert bei unseren Patienten. Ja gut, ich glaube, an der Stelle gehen wir weiter. Noch einmal herzlichen Dank an Professor Nguyen.